Hi YouTube, herzlich willkommen zu dieser Reaction auf Kaiser Live. Der hat auf mich reagiert, also dieser unglaublich gut aussehende männliche Mannesmann hat auf meine unglaublich noch schönere männliche Mannesmännlichkeit reagiert. Und dabei ist ein Video rausgekommen, auf das 500 Euro gespendet wurden. Zoddy, ich würde vom Ding her auch einen 100er nehmen, ja, das wäre überhaupt kein Problem. Also er hat ja auf mein Video reagiert, also so ein 100er wäre super, ja, nur mal hier an der Stelle. Hat 50.000 Aufrufe nach 2 Tagen bekommen bei Kaiser. Bei mir hat das Video 5.000 Aufrufe. Spaß, ich gönne natürlich, gönne ihm alles von Herzen und deswegen schauen wir uns den Hasen jetzt an. Mal gucken, was er gesagt hat. Let's go! Reason hat jemanden beleidigt. Reason, ey, beleidigt TikToker, weil er seine eigene 200-Euro-Tastatur kritisiert. Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber wir schauen einfach mal rein. Okay, er kennt Reason nicht. Interessant, okay, krass. Ne? Kanntet ihr Reason vor meinem Video? Also R-E-Z-O-N. 1 in den Chat, wenn ihr den kanntet. 2 in den Chat, wenn ihr den noch nie gehört habt. Würde mich mal interessieren. Okay, das wird gleich mal lustig. Ja. Oh mein Gott! Okay, ey, keiner kennt ihn, crazy. Hast du manche Menschen? Ja, sag's. Weißt du was? Lösch dein TikTok nicht. Poste das. Du bist ein... So, ganz einfach. Nein, das ist tatsächlich kein Drachenlord-Clip, sondern okay. Reason, ein 17-jähriger Fortnite-E-Sportler aus... Ein Fortnite-E-Sportler? Hier, das sieht schon aus. Was? Ist doch... Bro, wir sehen no joke krass gleich aus. Auf dem Bild sehen wir uns so ähnlich. Hilfe! Salami! Verarschen kannst du mit anderen. Jo, was geht ab, meine Freunde? Ich habe hier jemanden beleidigt auf TikTok, wo er ist eindeutig die gleiche Person. Ich wollte ihm unterjubeln, ich war's. Verarschen kannst du mit anderen. Fokus Clan, also der E-Sport-Organisation von Elias N97, der schon laut Fortnite-Tracker über 400.000 Euro Earnings hat. Bist du deppert? Ich fange auch an mit Fortnite. 426.000 hat er in Fortnite verdient und das sind nur die offiziellen Earnings, ne? Da kommt noch arschviel Geld dazu von Twitch und so. Also der Mann hat mit, also auf Safe schon eine Mio gemacht mit 17 Jahren, ne? Das ist krank. Stell dich mal vor, ihr seid einfach so ein Typ aus Deutschland, 17 Jahre alt und habt schon über 1 Million verdient. Mit Fortnite spielen und streamen. Das ist krank. Und auch sehr erfolgreich auf Twitch und YouTube ist. Und deswegen bringt Reason jetzt seine eigene Tastatur raus. Für einen Kaufpreis von 199 Euro soll die Tastatur ab ungefähr Mitte Dezember erhältlich sein, wurde vor ein paar Tagen angekündigt. Das Ganze hat natürlich ein paar Wellen geschlagen und ein kleinerer Tastaturexperten-TikToker hat ein 6-minütiges Video zu dieser Tastatur gemacht und die Vorteile und Nachteile aufgezeigt. Ich schneide euch sein Video mal. Also ich mag das generell nicht, wenn Tastaturen so hohe Knöpfe haben. Ich habe zum Beispiel irgendeine vom Mediamarkt. Was ist denn das? Das ist die hässlichste Tastatur, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ach du heilige Scheiße. Wie kann man denn mit sowas arbeiten? Ich würd kaputt gehen mit so einer Tastatur. Ich kann ohne jetzt wirklich. Also. Digga, das ist so eine richtige, weißt du, so eine richtige Bettina, die im Sekretariat arbeitet, hat so eine Tastatur. Bro, also ich habe halt immer so eine Tastatur hier. Das ist meine Tastatur. Ja, sieht ein bisschen staubig aus, lasst mich in Ruhe. Und immer halt so mit so einem. Ja, es sieht ein bisschen ranzig aus. Aber halt immer mit so einem Kissen davor für die Handballen, das ist der Segen meines Arbeitens. Mediamarkt. Und erstens ist die sehr leise. Ach du Scheiße. Ja, es geht. Und warte, ich mache mal kurz meine Tastatur. Warte. Ich liebe die. Die ist so mittellaut. Perfekt. Das hat die so recht flache Knöpfe, ne? Ihr müsst immer schauen, dass die Knöpfe flach sind, Freunde. Bro, Kaiser, du musst dein Leben in Kontrolle. Also wirklich, das geht nicht. Flache Dinger sind das Schrecklichste. Dann, je flacher der Knopf, desto strammer der Kopf. So. Er hat so eine Laptop-Tastatur. So geht das Sprichwort. Mal ganz kurz zusammen, dass ihr so einen kleinen Einblick bekommt. Und ich als Custom-Keyboard-Bauer, Keyboard-Enthusiast, und auch Gamer, der schon einige Tastaturen hatte und auch gebaut hat, möchte einfach darüber reden, was das Teil kann, was es kostet und ob es sich aus meiner Sicht lohnen wird. Ein Aluminium-Case mit 1,3 Kilogramm, was vielleicht darauf hindeutet, dass das Case relativ dünn ist. Ich habe hier gesehen, das Aluminium sieht relativ dünn. Okay. Ich meine, es schaut cool aus.
Aber ich dachte, da wäre jetzt irgendwie vielleicht für so Fortnite Gaming oder sowas irgendwie so, so eine SCUF-Funktion oder so. Wobei, das würde auch keinen Sinn machen, du kannst einfach auf einen Knopf drücken. Aus. Trotzdem sind 1,3 Kilogramm. Relativ schwer für ein Keyboard, das ist schon mal ganz nice. Aber es scheint jetzt nicht das dickste Aluminium zu sein. Technisches, da haben wir eine 8 kHz Polling Rate. Das ist sozusagen die Abtastrate des Keyboards. Und da muss ich sagen, 8 kHz ist aus meiner Sicht relativ unnötig. Ich hatte auch schon 8 kHz Polling Rate Tastaturen. So schnell könnt ihr gar nicht... Wie viel Hertz hat eure Tastatur, ha? Wie viel? Sila, dankeschön. Hat deine Tastatur mindestens 8 kHz? Meine 8 kHz ist schon crazy schnell, glaube ich. Schon, meine hat 28 kHz. Ich glaube, dass ihr das irgendwie merken würdet, oder? Man merkt, wie Kai es überhaupt gar keine Ahnung davon hat. Ich habe auch nicht so viel Ahnung davon, aber Bro, er hat eine Laptop-Tastatur, man darf überhaupt nicht mit ihm über Tastaturen reden. Und tatsächlich auch ein echtes Herz ist in dieser Tastatur einverbaut, ja? Da ist extra ein Mensch, haben es umgebracht. Denn viele Games kommen auch damit gar nicht klar. Außerdem braucht es mehr CPU-Leistung und so weiter und so fort. Also aus meiner Sicht sind 8 kHz völlig unnötig, da würde ich dann lieber, hätte ich dann lieber darauf geachtet, schnellere Switches zu nehmen, aber von dem, was wir bisher wissen. Ich finde es cool, wie gesagt, dass sie sich Gedanken gemacht haben, aber ob es sich lohnt, aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, aktuell noch nicht. Es wäre geil, actually, wenn sie da so Fortnite-Emojis oder sowas so drauf hätten, statt so Fortnite-Emojis, Bro. Prozent. Weißt du, du drückst auf die 5 und dann erscheinst du auf deinem Bildschirm so einer, der so... Ah, ein großer Reason-Fan. Ah, ich habe 400.000 Euro Umsatz gemacht mit dann, Fortnite. Keine Ahnung, holt euch das. Aber als Game-Keyboard ist es zu langsam und als Custom-Keyboard ist es nicht gut genug, weil es da auch für den Preis deutlich, deutlich besseres CDU Abenteuer vor immer. Dieses Video ist dann für seine Kanalverhältnisse ziemlich viral gegangen. Ich glaube, über 300.000 Aufrufe und Reason hat das Ganze gesehen und ist dann in seinem Stream live drauf eingegangen und extrem ausgerastet. Mann, ich verliere bei manchen Leuten mittlerweile echt die Hoffnung, Digga. Immer, ich schwöre, das kommt mit der Zeit, glaube ich, mit dem Stream. Ist das normal, Chat? Dann veröffentlicht die guten, richtigen Daten, gut ist. Du Geht, dann beleidige ich dich jetzt einfach mal. Du verstehst nicht, dass wir es 10-mal uns verbessert haben. Und du, Digga, du sagst Sachen wie 1 Millimeter Ausbildungszeit. Du kleiner Schwanz. Wir haben dann gesagt, dass 0,1 erstens ist. Bro, Fortnite macht die Menschen kaputt. Guckt euch mal an. Das ist einfach so ein 70er-Junge, der ist so ein Choleriker geworden. Wegen Fortnite, Bro. Das ist insane. Und zweitens auch, dass 8 Hz ist und diese guten Sachen nennst du da nicht im Video. Was willst du von meinem Arschloch, Digga? Dass du da nur Scheiße im Video erzählst und dass irgendeine... Du meckerst auf... Kaisers Blick. Jeder kleinen Sache rum. Ich hab legit gesagt, das ist das erste Keyboard. Du baust Custom-Keyboards auf deinen fucking TikTok-Channel und du gehst mir auf die Nerven und hatest ohne Grund rum und sagst, dann kauf dich den Dark Keyboard 2 Mini. Würdest du wissen und ein Prone sein, du kleiner Penis, dann würdest du auch wissen, dass... Am Prones... Oh. Dank zu Bonto Mini, absolut Bro, er dachte Prones, aber er hat eigentlich Pro gesagt. Asch ist vor allen Dingen für Fortnite, also geh mir nicht auf die Nerven. Du Schwanz, Digga. Ja? Kommen wir mal ein bisschen runter. was habe ich da rausgehört? 8K? Salami, Mann, unter 100 Bits spenden. Schalku, spenden wir sofort über 100 Bits, sonst raste ich aus. Ja, ist vielleicht unnötig. Na, hat er nicht gesagt, oder? Ja, wir haben 8K, wir wollten das halt einfach so, bla bla bla. Okay, ist in Ordnung und sowas, wenn du das haben willst. Es ist meine erste Tastatur. Das habe ich da rausgehört, noch relativ am Anfang. Das ist für mich, ich verstehe natürlich, was er damit aussagen will. Yo, du kannst jetzt nicht komplett, ja, Rezo hat sich voll verändert, oder? Wahnsinn. Das kannst du jetzt nicht komplett perfekt machen und so weiter und so fort. Aber wenn du für 200 Euro eine Tastatur rausbringst, dann sollte die schon relativ... sattelfest sein, weißt du, was ich meine? Die ist auch sattelfest, also die Tastatur von Reason ist gut. Das Problem ist halt nur, dass sie halt bestimmte Sachen hat, die einfach nicht perfekt gelöst sind. Die sind ordentlich, aber die sind nicht perfekt. Und dieser TikTok hat gesagt, yo, das ist gut, aber da hätte man einfach noch das und das machen können, dann wäre es halt wirklich perfekt gewesen. Und diese Kritik konnte Reason nicht abhaben. Aber er hat sich inzwischen entschuldigt, muss man dazu sagen, und gesagt, dass er draus lernt und es nicht nochmal macht. Ich meine, dann solltest du schon selber auch wissen, okay, das und das steckt da drinnen, das und das kann das Ding, weil... Es gibt sicher Menschen, die kaufen sich die um 200 Euro, aber ganz ehrlich, wenn ich halt sehe, yo, da hat jemand kritisiert, dass der Punkt einfach bei dem Keyboard anders ist als vielleicht expected. Was sagt denn hier der Erfinder oder wie auch immer von dem Keyboard Erfinder dazu? Und der reagiert so darauf, dann würde ich mir denken, okay, vielleicht ist die Kritik berechtigt. Ich sage jetzt mal, okay, es wird schon irgendeinen Grund geben, warum er so auszuckt. Weil wenn du jetzt einfach sagst, vor allem jemand schreibt dir den Chat, yo, sag doch einfach die echten Daten.
dann kannst du einfach sagen, naja, klar, mache ich hier, wir haben das und das genommen, weil das haben wir gut befunden, das finde ich super, das verwende ich persönlich und deswegen habe ich mir gedacht, ey, das wird euch auch gefallen. Das wäre dann eine Response, wo ich sagen würde, okay, das macht Sinn, vielleicht ist es nicht die allerbeste Gaming-Tastatur oder sowas, aber das ist trotzdem cool, dass ich von meinem Influencer was habe, aber das ist halt... Ja, ist komplett übertrieben, muss man sich nicht drüber streiten, aber wie gesagt, Reason hat sich entschuldigt, also alles fein. Und er ist auch 17, ich will jetzt auch nicht hier komplett auf ihm rumhacken oder sonst was, das ist jetzt hier konstruktive Kritik. Vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen runterschrauben, ne? Oh mein Gott! Ey! Bro, wirklich, was stimmt denn mit dem Typ nicht? Also, no joke, solche Leute sind dafür verantwortlich, dass Fortnite-Spieler halt so unglaublich verrufen sind, beziehungsweise warum sich alle über Fortnite-Spieler lustig machen und keiner sie ernst nehmen kann. Dieser TikToker sagt nichts Unfaires, bleibt immer respektvoll, lobt mehrere Aspekte der Tastatur und sagt halt nur, dass er manche Sachen bei der Zusammenstellung anders gemacht hätte. Ja, und wenn ich irgendwann mal ein Produkt rausbringen sollte... Was würdet ihr euch für ein Produkt von Kaiser wünschen? Also... Vielleicht irgendwie eine Istanbul-Haartransplantation, um hier die Geheimratsecken zu fixen. Wie wär's denn damit? Catsplay, danke für sollte, ja, ein bisschen. Habe ich jetzt nicht vor, by the way. Ich habe auch nichts in Planung oder sonst was. Nur halt, falls ich das mal machen würde, dann würde ich es für gut befinden, wenn ich so ein Video wie gerade eben über mein Produkt bekomme. Na, was einfach tatsächlich von jemandem, der sich gut auskennt und sowas kurz analysiert. Ja, no ist, joke. Das finde ich gut. Wäre das jetzt irgend so ein Hater gewesen oder ein Konkurrent, so checkt ihr, wenn jetzt ein anderer Fortnite-Pro gesagt hätte, ja, ist komplett scheiße, das Keyboard, dann könnte ich es auch verstehen. Aber wenn es wirklich ein Keyboard-Experte ist, so, dann ist ja was anderes. Gut, das finde ich schlecht und so weiter und so fort. Ich sag viel zu oft und so weiter und so fort. Beziehungsweise kritisiert. Knarren bei Kaiser. Kaiser Hagel, Kaiser Boxershorts. Ich brauche Kaiser Hagel. Herrlich, ich habe mich gestern, Real Talk, darüber informiert, wie man so... Kaiserschmarrn. Oh mein Gott, das wäre perfekt, Lea. Okay, Lea Sonnleitner, das ist crazy. Kaiserschmarrn, einfach so KYZER-Schmarrn. Boah. Haarprodukte und sowas herstellen, was sehr interessant ist. Und weil ich schöne Haare habe. Die Zusammenstellung bei manchen Punkten. Und Reason fällt nichts Besseres ein, als ihn komplett wegzubeleidigen. Da sieht man for real einfach mal, was es mit einem macht, wenn man so viel Fortnite den ganzen Tag spielt. Ja, die Fortnite und die Augen werden zu Kasten, ja, wenn du die ganze Zeit da reinschaust. Ja. Zumal drauf auf die Fortnite-Spieler. Je mehr Fortnite da gespielt hat, desto mehr schaut er aus wie du, Salami, möchte ich an der Stelle nur sagen. Ja, kleiner Kritik an dir. Na, weißt du, was der Keyboard-Dude jetzt machen müsste? Der müsste ein analytisches Video zu dieser Reaction quasi machen. Und er sagt, ja, das hätte ich jetzt ein bisschen anders gemacht. Ja, das wäre lustig gewesen. Das Mikrofon hätte ich vielleicht ein anderes genommen, weil das dann besseren Sound hat. Die Kamera war nicht ganz gut. Hi, GeForce. Und deswegen die Schule unterbricht und dann noch so extrem viel Geld verdient und so hohe Zuschauerzahlen hat. Er ist einfach extrem abgehoben und denkt, er kann mit jedem reden, wie er will. Der TikToker, den er da beleidigt hat, ist 100% erwachsen. Der redet mit ihm wie mit dem letzten Stück Scheiße. Also einfach nur respektlos. Für mich ist Reason einfach nur ein cholerischer Junge ohne irgendwelchen Respekt für andere Menschen. Und das sage ich natürlich, ohne Reason persönlich zu kennen und ohne extrem viel von ihm mitbekommen zu haben. Ich habe auch nichts grundsätzlich gegen ihn, aber das, was ich mitbekommen habe und das, was man auch in diesem Clip sehen kann, ist einfach nur negativ und zumindest seine öffentlich einsehbare Person ist für mich extrem unsympathisch. Aber nochmal ganz kurz zur Tastatur an sich. Ich finde es an sich eine super nice Sache, als E-Sportler eine eigene Tastatur rauszubringen. Ja, finde ich auch geil. Das ist eine ultra gute Idee und die Tastatur sieht auch sehr geil aus und ist bestimmt auch ultra gut. Ja, 8 Gigahertz Ding, ein bisschen zu viel für mich persönlich. Ich sag, Bro, deine Tastatur hat wahrscheinlich 0,1 Hertz da. Ganz ehrlich, ich habe nicht mal eine Ahnung gehabt, was Gigahertz in einer Tastatur. Du hast ja auch so eine 10€ Mediamarkt-Tastatur geholt, mein Bester. Dass da du drin ist, weil ich kenne mich einen Scheißdreck aus mit sowas. Gar keine Frage. Ich weiß nur, je niedriger die Knöpfe, desto besser. Schaut euch doch einfach mal an, was der Typ damit in Fortnite macht. Yo, Bruder. Das ist so crazy, ey. Also ehrlich, Respekt dafür und deswegen wünsche ich ihm auch einfach einen erfolgreichen Release und hoffe, dass die Tastatur gut bei seinen Fans... Wo ist deine? Ich habe eine Razer...
Razer irgendwas, Chroma. Wenn es ankommt. Trotzdem ist die Kritik an der Tastatur von diesem TikToker halt... Schau dich mal an. Schau dich mal an, was der mit der Tastatur aufhört. Respekt dafür, Bro. Na, also der spielt wahrscheinlich saugut Fortnite und wird jeden von uns auseinandernehmen. Und darin ist er ja einer von den Besten wahrscheinlich. Darum ist er da, wo er ist. Ist natürlich... Manche Leute werden sagen, das ist lächerlich. Ich denke mir natürlich auch so, ja, keine Ahnung, wie kann er mit Fortnite 400k mit 17 machen? Weißt du, was ich meine? Aber es ist ganz einfach so die Welt, ne? Berechtigt. Ja. Der Angebot Typ zeigt halt auf, was man einfach hätte besser machen können. Mehr nicht. Der sagt, okay, die Switches sind zwar ganz gut, aber es ist nicht die beste Möglichkeit. Es gibt die und die Switches, die wären noch besser. Oder 8k ist unnötig, weil sieht man eh nicht, bringt einem nichts und ist nur unnötig teuer und so weiter, ja? Mit der Alu-Verkleidung ist eine gute Idee, ist gut umgesetzt, aber hätte man noch besser machen können. Zumal, ich glaube ja auch, wenn du so ein Produkt entwickelst, machst du das im Auftrag von einer anderen Firma und die werden dich auch beraten und werden sagen, yo, wir haben das, ja, und das safe. Und das zur Auswahl. Also der hatte da in diesem Vorstellungsvideo auch so einen Keyboard-Experten hinter sich. Also er hat Reason und Drexler haben diese Video, glaube ich, rausgebracht. Also nicht hier Draxler Fußballprofi, sondern so ein Drexler-Typ. Und hinten saß noch so ein Tastaturexperte, der die anscheinend auch so mitentwickelt hat oder so, keine Ahnung. Also, die haben sich ja schon ein paar Gedanken gemacht. Was davon nehmen wir? Das sind die Vorteile und Nachteile. Das bedeutet, wenn du ein Produkt rausbringst, dann kennst du dich ja selber auch aus oder hast zumindest einen groben Überblick über die ganzen Variationen. Und wenn er dir sagt, yo, 8 GHz ist zu viel, braucht man nicht, dann wirst du das vielleicht schon mal gehört haben und wirst dann sagen können, so ein Drecksau. Naja, aber wir haben es trotzdem gemacht, weil 8 GHz ist zum Beispiel gut für tolle Fortnite-Gebäude zum Bauen. Keiner, ich weiß es nicht. Fortnite, da bitte das Problem. Man kann auf so ein Kritikvideo immer auf zwei verschiedene Arten reagieren. Entweder man sagt, ey, danke für die Tipps, danke für die Ideen. Das ist jetzt unsere erste Version. Ich finde die erste Version ziemlich gut, aber bei der zweiten Version können wir nochmal drüber nachdenken, ob wir deine Tipps mit anwenden. Das wäre die bessere Option. Die zweite Option hat Reason gewählt, und zwar den Ersteller des Kritikvideos einfach komplett wegzubeleidigen und sich deswegen einfach komplett selber unsympathisch für die Zuschauer machen. Ich bekomme auch... Ich weiß aber auch gar nicht, ob das jetzt auf den... Wahrscheinlich ist das... Ja, wahrscheinlich... Oh ja, er ist auf den eingegangen. Aber zuerst ist er, glaube ich, auf den Kommentarschreiber sauer gewesen. Also, ich glaube, der Kommentarschreiber ist tatsächlich der Kommentarschreiber ist dann auch dieser TikToker, der dann bei Reason im Stream war. Relativ sicher, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Twitter meets Twitch, danke für dein Follow. Ein bisschen Flashbacks zu Monte. Und Angie, danke auch für dein Follow. So ist. Aber wisst ihr noch, als so ein paar TikToker seinen Gönner, die da Clara, danke auch für dein Follow, als schlecht befunden haben und Monte dann so richtig angepisst reagiert hat und die weggefrontet hat und so. Und bei Reason ist es so ein bisschen das Gleiche, nur dass der absolut keine Selbstkontrolle hat, weil er halb so alt ist und einfach seine dritte Möglichkeit mit Kritik umzugehen ignorieren. Also meinst du die Leroy-Taktik? Gut, und das, was er hat ja mega gut funktioniert, Kappa. Sich trägt und das, was er sich halt in seinem Kopf denkt, komplett rauslässt. Monte hat das noch so ein bisschen zurückgehalten. Reason, einfach alles, was er denkt, schreit er raus. Und das ist sein großes Problem, würde ich sagen. Er hat danach zwar noch das hier gesagt. Hurensohn sagt, ist kein schönes Wort und sollte nicht verleitet werden. Ja, gebe ich euch recht. Aber wirklich denkt, dass man Hurensohn sagt, dass man seine Mutter meint, ist einfach los. Das ist einfach nur eine Beleidigung, so, die am aggressivsten sich anhört und dann deswegen sagt, ich meine nicht seine Mutter, ich meine nicht seine Familie. Ich meine, dass er einfach für mich in dem Moment ein Opfer ist. Okay? Das will ich nur kurz klarstellen. Aber das macht es halt einfach nicht besser. Allein da so rum. Ich weiß, was er meint und so. Wenn ich jemanden so nenne, im privaten Gebrauch, weil im Internet hat das nichts verloren, die ganzen Schimpfwörter, dann meine ich das ja auch nicht gegen seine Mutter. Ich meine es immer gegen die Mutter. Also wenn ich jemanden als Hurensohn beleidige, dann meine ich die Mutter, ja. Weil seine Mutter hat mir nichts getan. Doch. Ganz im Gegenteil. Die Mutter hat ihn gezeugt. Wenn jemand so beleidigt, ist die Mutter wahrscheinlich noch... Gott, lass mal das. Ja. Die Mutter hat ihn ausgepresst. Du weißt, was ich meine. So, du hast ja den Hass. Also, ich verstehe, was er meint. Rausgepresst, meine ich. Zu schreien ist so unfassbar peinlich und kindisch. Also wirklich, ich hatte Cringe-Gänsehaut, als ich mir das anschauen musste. Und dieses Statement macht halt auch absolut keinen Sinn, weil es komplett egal ist, ob er jetzt die Mutter von irgendwem beleidigt hat oder die Person an sich. Ja. Was hat denn deine Mutter für eine Tastatur? Das sind wir mal ehrlich. Wie viel Gigahertz hat denn deine Mama? Ha?
Also die Tastatur. Beides geht absolut nicht fit und macht das in keinster Weise besser. Und ihr müsst euch überlegen, er hat sich da gerade im Stream befunden vor wahrscheinlich über 1000 Zuschauern. Und das Ganze macht es dann halt noch schlimmer, weil man damit rechnen muss, wenn man jemanden so extrem beleidigt, dass seine Zuschauer dann auf diesen Kanal gehen und diese Person dann grundlos, weil sie einfach nur nachlaufen, auch beleidigen. 1000 ja? Zuschauer? Ich habe 730. Wo sind cringe. Meine 400k? Cringe. Also ich guck mal kurz bei Twitch-Tracker. Ich wette, Reason hat immer so 5000 Zuschauer. Also bei dem läuft den Saiyan Seim auch gegönnt, auf jeden Fall. Twitch-Tracker. Also ich sag, eines Tages werde ich auch 700 Zuschauer so wie Kaiser haben. Das ist das Ziel der Ziele. So. Reason A. Ist es der hier? 300 Follower. Wie heißt Reason auf Twitch? Heißt der einfach nur Reason? Ja, Reason FN. Oh, ist sogar gerade live. Reason hat im Schnitt Average Viewer 4800. Ja, also um die 5000 Zuschauer hat er. Crazy. Lucy, danke für dein Follow. In den Streams 12k. Ja, gerade in der Fortnite-Halbzeit, aber insgesamt so 4,8. Vor der nächsten Stream Fortnite. Bald bringe ich mein erstes Maus bringe ich raus. Mauspad tatsächlich. Das ist die logische Konsequenz, vor allem weil Reason. Mein Mauspad tatsächlich, für die Leute, die es noch nicht wissen, ist jetzt in Planung. Das ist flüssig. Das ist flüssig. Also da, du gießt es. Ich will gar nicht wissen, aus was das flüssig gemacht ist, mein Bester. Quasi einmal aus und das verhärtet sich dann. Und dann kannst du es nie wieder irgendwo anders ziehen. Es klebt dann auch wirklich so am Tisch und sowas. Sass. Das ist eine ganz coole Idee, habe ich mir jetzt gedacht. Das ist gut, das ist mein erstes Mauspad. Beim nächsten Mal machen wir es vielleicht anders, aber das erhitzt du auf einem Löffel, ja, und dann gießt das auf deinen Tisch, das klebt dann und ja, übel smart. Brauchst nie wieder ein anderes. 100%ig hauptsächlich minderjährige Zuschauer hat und die denken dann wahrscheinlich nicht so nach, hart. Genauso ja, wie ja, es sich getan ist hart. Und gehen dann rüber und beleidigen und haten. Also für mich wäre da an der Stelle auf jeden Fall mal eine On-Stream-Entschuldigung angebracht. Ich weiß nicht, ob er es schon getan hat, ich habe nichts gefunden, aber hat er inzwischen per Kommentar und per Insta-DM an den Original-TikToker gemacht, also sehr korrekt. Sehr angebracht und wichtig. Und für Amar gilt, by the way, das Gleiche. Bleib tot, du kleiner Dann würdest du auch wissen, dass die Dachlobato mit dir absolut Arsch ist, vor allem Fortnite, also geh mir nicht auf die Nerven. Oh, warte euch. Du Digga. Ja? Oh mein Gott. Sag's ihm. Ey. Ja. Ich hasse manche Menschen, Digga. Ja, sag's ihm. Holy shit. Meint ihr, der ist auf 180? Typ, was sagt das? Na, ich glaube, der ist ganz entspannt, aber. Oh, Gott. Was? Ist noch nicht vorbei. Ich poste das. Du bist ein So, ganz einfach. Okay. Ja, haha, ist mega witzig, Amar, wirklich. Also, Amar hat so eine große Vorbildfunktion für Reason und sich dann dahin. Falls ihr nicht wisst genau, was es ist, Amar bezeichnet Reason öfter als so seinen Sohn aus Joke, weil er halt alles mit ihm macht und Reason halt so mit aufgebaut hat und ihn Fame gemacht hat und ihn sozusagen unter seine Fittiche nimmt vom Ding her. Deswegen habe ich das gesagt. Hätte ich vielleicht noch erklären müssen im Video. Hinzustellen oder besser gesagt hinzusetzen und das Ganze zu supporten und noch so zu bekräftigen und da noch drauf zu zeigen, ist so unfassbar low einfach. Man könnte als Vorbild von Reason auch einfach mal hingehen und mit ihm sprechen oder da ein... Ist, by the way, dieser Clip von Amar echt der jetzt auf Twitter herumgeht? Da ist Amar, er redet mit seinem Cutter. Ja, habe ich auch gesehen. Habe ich mich auch gefragt, ob das echt ist oder ob das alles gejoked ist. Ich glaube, es ist echt, aber seitdem machen alle Jokes drüber, aber I don't know. Und er sagt seinem Cutter so, ja, du hast quasi, warte mal, ich schau mal. Ja, ist echt, okay. Warte mal, ich schau mal, ob ich den finde. Ich schätze, da muss Cutter. Da sind ja jetzt schon so, da ist ja gar keine Liebe in diesem Video. Du hast mir keine Zeit gegeben, es zu schneiden. Hab ich auch gesehen. Ja und? Ja, das... Amar wurde aus dem Bootcamp geschmissen danach? Ernsthaft? Sag doch, wenn ich die Videos nicht schneide, dann ist es schwer. Okay, oh mein Gott. Okay. Ich mach jetzt einen Call und da musst du durch. Ja. Du musst durchmachen. Oder? Ja, was? Wenn wir solche Videos machen, wo wir am nächsten Tag hochladen, musst du durchmachen. Es geht nicht anders. Digga, es können keine Twitter-Cutter die Videos schneiden. Das geht nicht. Aber. Also ich glaube, viele Leute vergessen, wie das ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es vielleicht echt ist oder gefaked ist oder halt so, weißt du, Probezweck oder sonst was, ist ja egal. Aber der Punkt, den er anspricht, ist, Cutter zu sein, ist extrem schwierig und zeitaufwendig und
Du musst da einfach viel Liebe reinstecken, weil ich meine, ich merke es jedes Mal, wenn ich ein Video poste, merke ich im Nachhinein, okay, ist es ein gutes Video oder ist es kein gutes Video, anhand von dem, auch dem Spaßfaktor, den ich halt dabei hatte. Weißt du, was ich meine? Ich habe keinen Cutter, ich möchte auch keinen Cutter, by the way. Also alle Cutter-Bewerbungen werden straight abgelehnt, weil ich Cutten einfach mag. So, es macht mir Spaß und es, ich kann mich darin halt so entfalten. Und es ist aber so viel Aufwand. Aber Kaiser, du könntest doppelt so viele Videos machen, wenn du einen Cutter hättest, weißt du? Das musst du auf der anderen Seite sehen. Also Cutten ist von den Kacken. Ist bei den Hauptkanal-Videos. Gute Nacht, Little Kato. Fast die Hälfte der Zeit. Fast die Hälfte der Zeit. Na gut, das stimmt auch nicht ganz. Sag mal, ein Drittel ungefähr. Und ein Drittel von dem ganzen, das heißt, ein Drittel von dem ganzen Kanal, den ich auf YouTube habe, ist der Schnitt. Weißt du? Naja, safe mehr. Safe die Hälfte. Also bei mir safe die Hälfte. Ich meine, das ist und mein Schnitt ist nicht aufwendig. Also es kommt drauf an. Ja, es kommt auf den Rechercheaufwand drauf an. Extrem wichtig. Bei mir geht Skripten immer schnell, Aufnehmen geht immer schnell, aber Recherche, Video suchen, ja, Videoidee finden und so, das dauert immer lange und Cutten dauert lange. Und deswegen ist es wichtig, dass Cutter erstens korrekt entlohnt werden und zweitens auch die nötige Zeit bzw. die nötige Liebe da reinstecken können, weil das ist der Teufel. Ja toll, ich habe Zeit en masse, aber finde keinen, der einen Cutter braucht, will sich leisten kann. Ja, und so das Problem ist, die Leute, die sich einen Cutter leisten können, sind halt schon so weit, dass sie das hauptberuflich machen. Dann haben die Leute halt erstens krasse Ansprüche und zweitens haben sie meistens schon jemanden, der cuttet. Das ist halt das Problem. Das heißt, als Cutter kannst du eigentlich nur für jemanden cutten, wenn der gerade so, wisst ihr, am aufsteigenden Ast ist und dann sozusagen seinen Cutter braucht oder halt einen neuen Cutter braucht. Liegt im Detail, weißt du? Also das ist ja nicht menschlich. Gut machen, Digga. Wie, das ist nicht menschlich, Digga? Wie viel kostet sowas denn? Ja, kommt drauf an, ob du halt einen Freelancer nimmst, jemanden direkt anstellst oder das halt schwarz machst. Ich habe... Brauchst du einen Cutter? Ich bin aktuell bei dem Punkt, dass ich mir noch keinen Cutter leisten kann. Also lohnt sich einfach aktuell nicht. In einem ganz normalen Job, Digga, du bist hier in einem Surrounding, wo du alles in den Arsch gesteckt bekommst. Ich habe in einem ganz normalen Job, wo ich sogar... Ja, also ab zu Rezo. 500 Euro nur im Monat verdient. Da habe ich 18 Stunden Schichten geschoben. Nein, ist auch nicht menschlich. Das macht man ja trotzdem mal. Ist ja nicht jeden Tag. Außerdem, normalerweise wäre das Video viel besser, aber das war so, das war so der letzte Cutter, der konnte. Weil sonst habe ich einen, der macht sonst die Videos richtig gut. Ja, aber... Das war leider so. Oh, das ist ja nicht... Ich sag's dir gleich, Digga. Das ist doch nicht irgendein Kanal oder sowas. Das ist doch extra ein Kanal, wo ich sage, ich tobe mich dort aus und ich lebe mich dort aus. Ich will, dass die Videos 10 von 10 sind. Ich will, dass ich mich freue, wenn ich mir dieses Video anschaue. Und das ist nicht gut geschnitten, Digga. Ja, solche Geschichten halt. Solche Geschichten halt. Also respektiert einfach eure... Schau, das Einzige, was er gesagt hat, der Cutter, ist, yo, ich hätte einfach nur mehr Zeit gebraucht, dann wäre das Video besser gewesen. Und Amar sagt, naja, das ist ja nicht irgendein Kanal und du kriegst ja eh alles in den Arsch geschoben und sowas und ich will einfach, dass das Video gut ist. Ja, trotzdem, fucking trotzdem. Wie willst du einen Lego-Turm aufbauen, der 10 Meter hoch ist, wenn ich dir 20 Minuten Zeit gebe? Ja. Da baust halt dann irgendwie Scheiße zusammen. Und dann sagst du, naja, das ist ja nicht irgendein Turm. Ja, und vor allem durch die Nacht, also die Nacht durchmachen kann man mal verlangen, wenn es vorher vereinbart ist, also wenn die bei der Einstellung gesagt haben, yo, du hast auch mal 2-3 Tage frei und dafür musst du dann halt mal auch wirklich schnell ein Video fertig machen, dann ist ja in Ordnung, aber das dann einfach so zu verlangen random, finde ich auch quatschig. Den Turm, den werde ich mir auf den Arm tätowieren oder so. Drex hat die Cutter organisiert, wie ich das verstanden habe. Ja, aber anscheinend hat der Amar dann verlangt, dass das selber machen soll. Ja, toll. Kann ich trotzdem nicht machen, Alter, wenn ich keine Zeit habe. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, der Clip war Satire oder Joke oder sowas, aber halt die Aktion, die, boah, geht gar nicht. Alter. Eingreifen und sagen, ey, da bist du ein bisschen zu weit gegangen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das Offstream... Es ist auch einer von den Gründen, warum ich keinen Cutter haben möchte, weil ich ganz einfach immer, wenn ich unzufrieden... Weil er das ganze Geld für sich behalten will. ...bin mit einem Video und das kommt manchmal vor, dann... bin ich selber schuld und dann weiß ich selber, was ich falsch gemacht habe oder was ich nicht gut genug gemacht habe und dann möchte ich mich selber verbessern, weil ich für mich selber einfach ein gutes Gewissen haben will. Und wenn ich dann sehe, yo, meine Videos sind nicht mehr so gut wie damals, dann bin ich quasi sauer auf den Cutter.
So, das kann ich nicht. Passiert ist, aber ich habe es jetzt nicht gesehen. Das wäre auf jeden Fall die bessere Variante gewesen. Aber wahrscheinlich ist Content dann am Ende des Tages doch noch ein bisschen wichtiger, als irgendeinen kleinen TikToker zu schützen. Aber gut, am Ende des Tages ist Reason halt immer noch 17 Jahre alt. Trotzdem hat er halt so eine große Reichweite und damit auch eine Verantwortung. Und deswegen hoffe ich, dass er einfach mal checkt, ja, dass so ein Verhalten nicht in Ordnung ist. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Vielleicht hat der TikToker noch irgendwo was anderes gesagt, was ich nicht weiß. Aber von dem, was ich da gesehen habe, von den Informationen, die öffentlich zugänglich sind, zumindest für mich, sieht das schon sehr, sehr, sehr scheiße für Reason aus und ich finde das Verhalten absolut nicht in Ordnung. Falls ihr was übersehen habt, klärt mich gerne auf, dann korrigiere ich das natürlich sehr gerne, aber so von dem Standpunkt finde ich das absolut nicht in Ordnung. Ich bin auf eure Meinung gespannt, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst auch ein Like und ein Abo da auf diesem Kanal und auf meinem Reaction-Kanal, würde mich sehr freuen. Folgt auch gerne mir auf... Ja, folgt ihm auf Instagram, folgt ihm überall, verfolgt ihn privat. Verfolgt ihn privat. Ich verfolge dich gleich privat. Ach, Spaß beiseite. Sehe ich auch so, sehe ich auch so. Ist eine unnötige... Ey, ich freue mich immer über Reactions, no joke. Kaiser Reactions immer sehr, sehr geil. Also, danke für den Support, Kaiser. Aktion gewesen, sollte man nicht machen. Und gut, ich sage jetzt in der Situation, der ist 17, das ist wahrscheinlich ein großer Druck, der halt drauf lastet mit diesem Produkt. Ich kann es verstehen, dass ihn das sehr, sehr angepisst hat, aber du musst einfach daraus lernen, du musst einfach wissen, dass sowas halt nicht geht und ich hoffe, dass es in Zukunft halt nicht weiter ausartet oder damit dann andere Leute das auch noch bekräftigen. Na, ja. Ey Leute, was geht? Mein Name ist Jonas. Ey, chill mal Jonas. Was sagen wir dazu, Chat? Erstmal vielen, vielen Dank, Kaiser, für die Reaction. Sehr, sehr cool, dass er drauf reagiert hat. Wie gesagt, ich freue mich immer insane, wenn irgendwelche YouTuber oder Streamer halt auf mich reagieren. Das ist voll cool. Und ja, ich danke dir für die Reaction, lieber Herr Chef von Österreich. Und ja, danke für den Support, danke fürs Reacten. Und ich hoffe, du bringst Kaiserschmarrn oder eine Haartransplantation als Erstprodukt raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Schaut auf Twitch vorbei, um die Livestreams nicht zu verpassen. Haut rein und ciao.